Am 29. März 2022 rief die Katholische Hochschulgemeinde in Wien zu einem Friedensgebet für die Ukraine auf. Eingebettet in einen ganzen Tag des Gebets fand am Abend ein ökumenisches Friedensgebet in der Votivkirche statt. Den Abschluss bildete ein Charity-Dinner in den Räumlichkeiten der KHG. Wir waren für euch mit der Kamera dabei, um die wichtigsten Botschaften von diesem Tag einzufangen. Hören wir zuerst Pia Manfrin, die Ideengeberin und Initiatorin dieses ökumenischen Friedensgebets. Wie fing das alles an? Woher kam die Idee dazu? Ich hatte mitbekommen, dass im Dom ein Konzert stattgefunden hat mit ukrainischen und russischen Musikern. Und weil mir das Thema der Versöhnung oder dem, was es an Vorstufen braucht zur Versöhnung, ein Anliegen ist, habe ich den Pater Simon gefragt, Pater Simon, können wir nicht einfach sowas Ähnliches machen mit den Studenten hier im Wohnheim oder mit Studenten, Studierenden, die hier im Umfeld der KHG sind? Und er hat die Idee mal reifen lassen und kam auf mich zu, Pia, komm, wir machen das. Und dann haben wir es gemacht. Weil es hat sich aus dem Nichts heraus ein italienischer Organist bei mir gemeldet, ein junger Orgelschüler. Ich kannte ihn nicht, hat sich von sich aus gemeldet, dass er bereit wäre mitzuhelfen. Und zwei Tage später erfahre ich, dass die Valeria, die Opernsängerin, die auch mitgemacht hat, eine Orgelbegleitung bräuchte. Und es hat sich einfach einiges so gefügt. Und ich habe gemerkt, obwohl wir nur sehr, sehr wenig Zeit hatten, knapp 5 Tage, hat sich einfach mit viel Aufwand oder mit viel Energie, aber auch mit sehr viel Fügung das so ergeben, wie es jetzt geworden ist. Tränen der Mütter und der Kinder und von vielen Menschen einfach zu Gott bringen in diesem gemeinsamen Gebet. Und ich freue mich sehr, es ist eine große Ehre, dass der Juri Kolasa da ist, der Generalvikar der katholischen Ostkirchen in Österreich, selber aus der Ukraine. Und du sitzt neben deinem Nachbar, der Diakon Slava, der aus Russland kommt, aber eure Kinder spielen gemeinsam. Das trifft mich auch sehr. Und dann Pastor Ruslan, danke, dass du da bist. Freikirchlicher Pastor, den ich schon seit einigen Jahren kenne, schon damals nach der Annexion der Krim geflüchtet aus der Ukraine. Und deine Frau Olga wird auch singen heute. Und es freut mich auch, dass Priester John Reeves von der griechisch-ukrainischen katholischen Kirche auch da ist und der Diakon Johannes Fichtenbauer, lange Jahre Diakon des Kardinals. Agios, o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos eleison imas. Ehre sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeiten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heilige und sterbliche erbarme dich unser. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen. Auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Wort des lebendigen Gottes. Hochwürdige Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, durch unsere Rednie, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Ich wurde in Lviv in Lemberg geboren. Meine Mutter, die jetzt in Lemberg lebt, wurde in Tschernihiw geboren und wuchs in Kiew auf. In ihrer Familie wurde nur Russisch gesprochen. Sie heiratete meinen Vater, der in Lemberg geboren wurde und griechisch-katholisch war. Meine Mutter ist orthodox. Sie gehört der russischen orthodoxen Kirche in der Ukraine und ich bin ein griechisch-katholischer Priester. Ich sage das, damit Sie die Realität des Lebens in der Ukraine verstehen. Meine Mutter, wie auch viele, viele Frauen, die vom Osten der Ukraine jetzt nach Österreich gekommen sind, mit denen ich immer im Gespräch bin, die nur Russisch sprechen, die verstehen nicht, was eigentlich gerade geschieht. Mehr als 30 Tage sind seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. In diesen letzten Wochen sind große Städte mit einer Bevölkerung von jeweils über 300.000 angegriffen und bombardiert worden. Fast die Hälfte der 1,5 Millionen Einwohner von Kharkiv zum Beispiel im Nordosten der Ukraine hat bereits die Stadt verlassen und ist auf der Flucht. Infolge der Angriffe wurden bereits über 500 Bildungseinrichtungen sowie über 50 Krankenhäuser völlig zerstört oder schwer beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt sind Tausende von ukrainischen Zivilisten zu Opfern geworden. 143 Kinder wurden getötet und mehr als 216 verwundet. Dabei sind nur in der Stadt Mariupol in den vergangenen zwei Wochen 1.800 Menschen ums Leben gekommen. Bereits jetzt haben etwa 3,8 Millionen Flüchtlinge im Ausland, vorwiegend in Polen, Zuflucht gefunden. 10 Millionen Menschen wurden intern vertrieben und sind in den Westen der Ukraine geflogen. Ich bin heute sehr dankbar. Ich bin dir, lieber Slava, zu tiefstem Dank verpflichtet, dass du heute da bist. Auch euch allen, die aus Russland kommen, die heute auch diesem Gebet sich eingeschlossen haben. Eure Anwesenheit ist ein Zeichen der Hoffnung für uns alle. Und es ist eure Anwesenheit, die Russland sein menschliches Gesicht zurückgibt. Я прославляю Твоє ім'я.
Für die Menschen bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt schon heute den Weg der Versöhnung sehen und beschreiten. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir heute mit einer ukrainischen Gemeinde der Freikirchen hier in Österreich zusammen beten. Die Welle der Solidarität, die in ganz Österreich spontan entstanden ist, berührt unsere Herzen und stärkt in uns die Hoffnung, dass dieser Krieg zu Ende kommt. Der französische Philosophen Blaise Pascal sagte in einer seiner berühmten Pensées, Gedanken, Christus ist in Agonie bis zu dem Ende der Welt. Ein etwas komischer Gedanke. Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten. Aber wo Menschen leiden, ist in einer gewissen Art und Weise, wird Christus in ihr Leiden gekreuzigt. Heute Abend, wir wollen im Gebet uns verbinden mit den neuen Orten des Golgatha in der Welt, in Orten wie Mariupol, Tschernihiv und viele andere Orte
jetzt in der Ukraine, wo Menschen Unsagbares leiden. Jesus, die unter dem Kreuz leuchten, sind ein Symbol der Hoffnung und der Ausdauer. Herr, du hast die Klage deines Volkes angesehen. Im Buch Exodus heißt es: Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund. Gott hatte es wahrgenommen. Jetzt wollen wir zu dir kommen, o Herr, mit unseren Bitten und auch einige Bitten ganz konkret aussprechen. Du Hoffnung und Schutz derer, die in Schrecken, in Leid, in Kämpfen und Zerstörung leben müssen. Beschütze die Menschen auf der Flucht, die Mütter und ihre Kinder, die Alten und die Kranken und jene, die zu schwach sind, um zu fliehen. Lass sie Menschen begegnen, die ein weites Herz und offene Hände haben. Herr unser Gott, sei mit allen Männern, die eingezogen wurden, um ihr Land zu verteidigen. Hilf ihnen, dass sie bald gesund zu ihren Angehörigen zurückkehren können. Jene, die jetzt ihr Leben lassen müssen, nimm in deiner Barmherzigkeit und Liebe auf. Verzeih ihnen jedes Unrecht, das sie getan haben. Herr unser Gott, bewahre die Regierenden vor Hass und Unmenschlichkeit, vor List und Täuschung. Lass sie in Verantwortung für ihre Völker und für die ganze Welt handeln. Unser Gott, dankbar beten wir für alle Hilfsorganisationen, Vereine und freiwillige Helfer in Österreich. Sie setzen sich tatkräftig Kräfte ein für die Flüchtenden und Vertriebenen. Barmherziger Herr, stärke sie in ihrem Dienst und segne sie. Herr unser Gott, als gebürtiger Russe beschämt mich der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf sein Nachbarland Ukraine. Vater, wir bitten dich, wirke Bekehrung unter den Kriegestreibenden,
erwecke Menschen zu mutigen und klugen Widerstand und sende ihnen den Beistand deines Heiligen Geistes. Ich bitte um Vergebung für die Gleichgültigkeit, meine eigene und die so vieler Menschen. Du Gott des Trostes, schenke uns ein Herz, das sich vom Schicksal unserer Brüder und Schwestern erschüttern lässt. Schenke uns die Gabe, es an der Seite der Leidenden auszuhalten und liebevoll zu bezeugen, du Gott bist nah. Herr, unser Gott, wir bitten für die Kinder und Jugendlichen, die ihre Eltern verloren haben, deren Familie auseinandergerissen wurde, die bereits unter Corona zu leiden hatten und nun wieder aus Schule und Freundeskreis herausgerissen werden, die Traumatisches erleben und ansehen müssen. Tröste sie in ihrer verwundeten Seele, schenke ihnen Hoffnung, Kreativität, erweise du dich ihnen als liebender Vater. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Denn dir sei die Ehre und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ja, Schwestern und Brüder, wir haben zum einen Vater gebetet. Wenn es nur diesen einen Vater im Himmel für uns gibt, dann sind wir Schwestern und Brüder. Das ist ganz wichtig in diesem Hause hier. Wir wollen hier keinen Götzendienst machen. Hier dienen wir Gott, dem Vater. Wir sind Schwestern und Brüder, alle, die getauft sind auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch sonst sind wir Brüder und Schwestern als Menschen, aber hier sind wir als Gottes Kinder. Möge das wirklich uns ganz tief das Herz einsinken und wenn wir daraus leben lernen, leben lernen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch, er lasse seinen Namen über euch ruhen und sei sein Angesicht leuchten. Er sei euch gnädig, so segne euch und die zu euch gehören, die Freunde, die Bekannten und in der Spur von Jesus auch die Feinde, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke, Herr Gott.